Und Angesicht ist im Deutschen einfach eine gehobene Form des Ausdrucks für Gesicht, was natürlich Allah subhanahu wa ta'ala ziemt, wenn man solche Worte auch dann so verwendet. Und das Angesicht, auf Arabisch Al-Wajh, das Angesicht ist eine Eigenschaft seines Wesens und dafür gibt es zahlreiche Beweise. So sagt der Erhabene im Koran al-Karim, in Surat Ar-Rahman 55, Vers 27, bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Ebenso sagte er, subhanahu wa ta'ala, 28, 88, Kullu shay'in halikun illa wajhah. Alles wird untergehen, außer seinem Angesicht. In der Sunna wird über Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu, überliefert, dass er Folgendes sagte. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wies uns auf fünf Dinge hin und sagte: Inna Allah azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah schläft nicht und er bedarf des Schlafes auch nicht. Er senkt die Waage und hebt sie. Die Taten der Nacht werden vor den Taten des Tages zu ihm erhoben und die Taten des Tages vor den Taten der Nacht. Sein Schleier ist Licht. In einer anderen Überlieferung heißt es Feuer. Wenn er seinen Schleier entfernen würde, so würde die Pracht seines Angesichtes alles verbrennen, das seine Sicht erreicht. Auf Arabisch: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. Wenn er also diesen Schleier von seinem Gesicht entfernen würde, subhanahu wa ta'ala, dann würden die Lichtstrahlen seines Gesichtes, oder hier übersetzt die Pracht seines Angesichtes, alles verbrennen, soweit sein Auge seine Schöpfung erfasst. Das heißt also, fast alles natürlich, subhanahu wa ta'ala. Diese Überlieferung ist ein Sahih Muslim und weist auf das Angesicht Allahs deutlich hin. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Nichts gibst du im Streben nach dem Angesicht Allahs aus, ohne dafür belohnt zu werden. Die frommen Vorfahren bestätigten allesamt das Angesicht Allahs. Erhaben ist er. Und darum muss dieses hinsichtlich Allahs bekräftigt werden, ohne die Bedeutung zu verändern, Ta'wil, Tahrif, ohne diese zu leugnen, Ta'til, ohne nach dem Wie seines Angesichtes zu fragen, Takyif, und ohne es mit Erschaffenem zu vergleichen, Tamthil, nämlich die Eigenschaft eines wahrhaftigen Angesichtes, das Allah erhaben ist, er geziemt. Die Ahle Sunnah al-Jama'ah bestätigen die Eigenschaft seines Angesichts, dass seiner würdig ist, und das keinem Antlitz eines Geschöpfes gleicht. Allah sagt im Koran Karim ebenfalls. Also das Gute ist, dass diese Eigenschaften, an die wir glauben, im Koran Karim nicht nur einmal vorkommen, sodass man vielleicht auf die Idee kommen könnte, dieses eine Wort einmal umzuinterpretieren. Aber dieses Wort kommt im Koran, der Sunna gleich so oft vor, dass es nicht logisch erscheint zu sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Allah azzam meinten jedes Mal, wenn dieses Wort erwähnt haben, etwas anderes, als was du darunter verstehst. In Surah 30, Vers 39 heißt es, Surah Ar-Rum, وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُطْعِفُونَ. Was ihr aber an Abgaben entrichtet im Begehren nach Allahs Angesicht, das sind diejenigen, die das Vielfache erzielen. Ebenso Surat al-Insan: Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Wir speisen euch nur um Allahs Angesicht willen. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Surah 76, Vers 9. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
und niemand hat bei ihm eine Gunst anzurechnen, die vergolten werden müsste, sondern er handelt im Trachten nach dem Angesicht seines höchsten Herrn und er wird auf jeden Fall zufrieden sein. Surat al-Layl, Surat 92, 19, 20. Und so weiter und so fort. Und schauen wir als letztes eine Überlieferung an über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte: Inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allah verbot dem Feuer jenen, der spricht: Es gibt keinen Gott außer Allah und dabei nach dem Angesicht Allahs strebt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch dieses Angesicht Allahs im Dua erwähnt und dabei Zuflucht gesucht. Und das führt uns zum 23. Unterkapitel. Und zwar berichtet uns Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, als der folgende Vers offenbart wurde, und zwar heißt es auf Arabisch: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ. Er hat die Macht dazu, euch eine Strafe von oben zu schicken. Als diese Ayah offenbart wurde, das ist Surah 6, Vers 65, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: أَعُوذُ بِوَجْهِكَ. Ich nehme meine Zuflucht bei deinem Angesicht. Und als dann Allah sagte, oder unter euren Füßen, das heißt Allah Ta'ala sagt, sprich, er hat die Macht dazu, euch eine Strafe von oben zu schicken, oder unter euren Füßen, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: A'udhu bi wajhik. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala: Au yalbisakum shi'a. Das heißt, er hat auch die Macht dazu, euch in gespaltene Lager durcheinander zu bringen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Das ist leichter. Das ist leichter. Denn die Strafe, wenn sie von oben kommt, vernichtet. Und die Strafe, wenn sie von unten kommt, vernichtet. Aber wenn die Menschen untereinander sich uneins sind, dann ist es eine zweifellos einfachere Angelegenheit als die ersten beiden. Und Allah uns vor all diesen drei Dingen bewahren. Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an seiner Lagerstadt Folgendes sagte: Allahumma inni a'udhu bi wajhika al-karim wa kalimatika al-tamma min sharri ma anta akhidhun bi nasiyatih. O Allah, ich nehme meine Zuflucht bei deinem edlen Angesicht und deinen vollkommenen Worten vor dem Übel dessen, das du an seiner Stirnlocke festhältst. O Allah, Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'tham. O Allah, du bist es, der Schuld und Vergehen aufdeckt. Allahumma la yuhzamu junduk, wa la yukhlafu wa'duk. O Allah, deine Armee wird nicht besiegt, dein Versprechen nicht gebrochen. Wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu subhanaka wa bihamdik. Und nichts nützt demjenigen, der von dir mit hohem Rang ausgezeichnet wurde, sein hoher Rang. Erhaben bist du über jeglichen Mangel und aller Lobpreis gebührt einzig dir. Ebenso, was uns zum 24. Kapitel bringt, ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also hier sehen wir, was auch gezeigt werden soll, das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala, Wajhullah, ist nicht nur vielfach überliefert im Koran und in der Sunna, sondern auch verschiedenartig überliefert. Das heißt, selbst wenn du auf die Idee kommst, wie wir bei der Hand gesagt haben,
sie einmal umzuinterpretieren, so wird es dir nicht bei jedem Fall gelingen, denn es kommt jedes Mal anders vor. Und genauso ist es auch mit dem Angesicht Allahs subhanahu wa ta'ala. Und zwar geht es hier darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eindringlich uns darum gebeten hat und eindringlich uns dazu aufgefordert hat, dass sollte jemand beim Angesicht Allahs um etwas gebeten werden, dass er dieser Person unbedingt gewähren soll. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Man ista'adha billahi fa'a'idhuh, wa man sa'alakum biwajhillahi fa'a'atuh. Wer Zuflucht bei Allah sucht, dem gewährt Zuflucht. Und wer euch beim Angesicht Allahs bittet, dem gebt. Dann eine andere Art, wie das Angesicht Allahs subhanahu wa ta'ala bestätigt wird. Und zwar dadurch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich danach gesehnt hat, das Angesicht Allahs sehen zu dürfen. Das ist das 25. Unterkapitel. Ammar ibn Yasir radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes Bittgebet sprach. Und zwar sagt er, auf Arabisch: Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa qudratika 'ala al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha 'alimta al-wafata khayran li. O Allah, bei deinem Wissen um das Verborgene und deiner Macht über die Schöpfung, lass mich am Leben, wenn du weißt, dass das Leben für mich besser ist, und lass mich sterben, wenn du weißt, dass der Tod für mich besser ist. Allahumma wa as'aluka khashyataka fil-ghayb wash-shahada. Das heißt: O Allah, ich bitte dich um Furcht vor dir im Verborgenen und im Offenkundigen. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ. Und ich bitte dich, mich wahrhaftig sein zu lassen in Zufriedenheit und im Zorn. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى. Ich bitte dich um Genügsamkeit in Armut und Reichtum. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدْ. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ. Ich bitte dich um Wohlergehen, das kein Ende nimmt, und um Freude, die nicht aufhört. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. Ich bitte dich um Zufriedenheit mit deinem göttlichen Ratschluss, und ich bitte dich um ein leichtes Leben nach dem Tod. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ. Und ich bitte dich um den Genuss des Anblicks deines Angesichtes. وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةَ وَلَا فِتْنَةِ الْمُضِلَّةَ. Und ich bitte dich um den Genuss des Anblicks deines Angesichtes und um den Wunsch nach der Begegnung mit dir, dessen Ursache nicht Leid und irreführende Versuchung ist. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. O Allah, schmücke uns mit dem Schmuck des Glaubens und mache uns zurechtgeleiteten Führern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte auch, dass der Ausdruck "und noch mehr" in den folgenden Worten des Erhabenen subhanahu wa ta'ala genau auf diese Sache hinweist. Und zwar sagte Allah azza wa jall in Surat Yunus, Surat 10, Vers 26: لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَ. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste an Lohn und noch mehr. Und der Prophet sagte uns sallallahu alaihi wasallam: Das Beste ist was? Paradies. Und was ist das noch mehr? Ha? Ja, was? Das Angesicht Allahs sehen zu dürfen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte das nämlich in einer Überlieferung in Sahih Muslim. Und zwar von Sahib radiallahu anhu. Er sagte: Wenn die Paradiesbewohner das Paradies betreten haben,
sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wollt ihr, dass ich euch noch mehr gebe? Da sagen sie, hast du uns nicht bereits unser Antlitz erleuchtet, uns ins Paradies eintreten lassen und uns vor dem Feuer bewahrt? In diesem Moment entfernt er subhanahu wa ta'ala den Schleier, den Vorhang, und nichts wird ihnen gegeben, das sie mehr liebten als ihren Herrn. Gewaltig und erhaben ist er zu sehen. Daraufhin las der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgenden Vers vor: Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Diejenigen, die Gutes getan haben, bekommen das Beste und noch etwas dazu. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer weiteren Überlieferung: Es gibt zwei Gärten aus Silber, ihre Gefäße und alles, was sich darin befindet. Und zwei Gärten aus Gold, ihre Gefäße und alles, was sich darin befindet. Zwischen den Leuten und dem Erblicken ihres Herrn liegt nichts außer dem Schleier der Hochmut. Sein Angesicht im Garten Eden verbergt. Und über den Schleier haben wir bereits erfahren, das ist der 26. Punkt, aber der ist schon erwähnt worden, so kürzt man diese Stelle ab, ist erwähnt worden, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Schleier von seinem Angesicht entfernen würde, dann würden die Lichtstrahlen seines Gesichtes alles verbrennen, das seine Sicht erreicht, subhanahu wa ta'ala.